herzlich willkommen zum nächsten Part von Golden Sun. Ich hoffe, ich habe mein Mikro nicht ganz unten. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Na. Wir haben den Naturleuchtturm geschafft und sehen, dass sich die Leute langsam hier trauen. Die Legenden erzählen davon, dass sich der Brunnen wieder füllen wird, wenn der Leuchtturm wieder sein Licht trägt. Scheint, als wären die Legenden wahr. Wir nehmen jetzt diese leere Flasche, die wir gefunden haben. Und haben jetzt warmes Wasser. Warte, hier haben wir nichts mehr zu machen. Dort hinten doch. Wir gehen noch nicht weiter wieder. Können uns erst einmal diese Heilkräuter wieder aufstocken. Sonst ist auf jeden Fall den Loot. 80 Heilkräuter. So viele werden wir niemals noch brauchen. Was soll's? YOLO! So, die Syrüstung. So, hier den Heilungsring müssen wir noch. Jeder Rüstung weg. Ortwurzkratzen? Jetzt können wir endlich mal das Reparieren zum ersten Mal benutzen. Der Heilungsring ist beschädigt. Lassen es separieren. Was doch schon abgeschlossen ist. Mit dem kleinen Kind ist natürlich auch froh, dass ihre Mami wieder gesund ist, dass sie den Laden nicht mehr führen muss. Und zwei Opas. Da hat man alles noch drauf. Die Adeptenkleider, die heben die PP an. Das ist natürlich gut für Garrett ist ein. Ah, 300 für Petsmantel. Siebzig, 78, 54 und 60. Das Reisegewand verkaufen wir natürlich. Bronzeschild. Hammer, alle lederne Schuhe. Nur die beiden. Armreif ist schlechter, ja. Offener Helm ist schlechter, Holzkappe. Und die beiden. Holzkappe könnte sich Ivan noch holen. Und jetzt nochmal angucken. 122, 79, 99, 78, 81, 57 und 73, 65 waren es. Ja. Das ist Ivan seine Verteidigung, da muss unbedingt noch was gemacht werden, aber... Ansonsten ist es doch schon recht zufriedenstellend. Gehen wir nochmal hier hin.
Downer-Schwert, wie ihr ihn natürlich verkauft habt. Der Stab, der Hexenstab. Und was Neues, der gesegnete Ankh. Der Ankh. Und das auch immer ausspricht. Ein Fessel, den Dankenklacker. Kriegt natürlich erstmal die gute Mia. Und sie hat bloß den blöden Hexenstab. Den gibt es nicht zweimal. Leider. Muss sein Elfenrapier wahrscheinlich behalten. Jetzt hat sogar eine Attacke von 86. Damit ist Ivan in fast allen der schlechteste, aber die meiste Erfahrung. Naja. So, und damit haben wir den Norden größtenteils abgeschlossen. Das heißt, es ist wieder zurück. Damit das Hermes was haben, gehen wir jetzt zu Tret und das wird eigentlich schon reichen. Wir sind ja stärker geworden. Ja, da überschätze ich mich gleich. Wir haben seine Synergie versiedelt. Das heißt, es ist wieder Deadspawn für den nächsten Ort, für den nächsten Laden. Wenn wir jetzt mal Frost machen, ich zeige ihn dann. Aber verschwindet sofort. Das sieht aus, als ob man darüber springen könnte, aber. Naja. Wenn nicht, gehen wir an einen der nächsten Ports nochmal schnell da hoch. Wenn ich das tatsächlich vergeide, denn da ist bestimmt noch was. Down. Aber das ist auch wieder so ein, fast wie so ein Steinkreis, also dort sollten wir uns merken, da können wir bestimmt später vielleicht irgendwie treten mal bis zu Nadir, die uns neue Wege öffnen kann. Merken wir uns den Platz hier, die Bilibin-Höhle, also hier werden wir wahrscheinlich noch hinkommen. Wir wollten ja kurz auch nochmal nach Lumpa gucken, wie es da aussieht.
Oh, ich glaube, da bin ich ein bisschen falsch gelaufen, oder? Hier muss ich lang. Mal durch die Höhle, ja? Vielleicht das Gebirge, das war doch, ich glaube, das Durmalgebirge hieß das doch, oder? Wenn ich mich recht erinnere. So zur Platt machen. Ja, runter. Und dann hier haben wir Ivan dazu gekriegt. Ach ja. Oh, der Pestpilz, wie süß. Und weg. Jetzt wird es gucken. Höhlen von Westlunpa. Können wir Frost einsetzen? Was passiert da? Komm hier rein. Was sind tatsächlich Lumpa? Find eine Schlafbombe. Muss dreht sich doch noch ein wenig gedulden. Viele Kisten ja stehen. Kisten und Fässer. Alles durchdrücken. Schlafbombe verkaufen. Das brauchen wir nicht. Rutsche. So. Ein Glücksmedaillon, ja. Der Koch vom Gasthof ist der einzige aus der Stadt, der die Festung betreten darf. Aha. Glücksmedaillon. Schon 4 Stück? Eine Nuss. Zwischen auch schon 5. Hier kann man nichts finden. Hier auch nicht. Auch wieder so ein Steinkreis, also. Die merken wir uns auf jeden Fall. Und
Hier haben wir doch den Koch. Soll ich euch davon erzählen, wie ich Essen in die Festung bringen musste? Ja, mach euch. Mir wurden die Augen verbunden und ich wurde in einen kühlen Gang entlang geführt. Der Weg war lang und ich konnte das Echo meiner Schritte hören. Ich nehme an, der Gang verlief unterirdisch. Gute Sache. Prestige. Was haben deine Gedanken zu sagen? Der arme Mann, den sie im Charakter eingeschlossen haben. Tut mir sehr leid. Ja, sobald die Stadt geöffnet wird, verkaufe ich dir alles, was du willst. Okay. Ah, dann liegt die Lade rum. Geil, ein Fläschchen. Ich benutze ihn auf keinen Fall. Die Heizkiste, die Heizkiste, die haben wir noch. So, da haben wir schon mal alle Häuser durchgeguckt. Schon ein bisschen was ergattert. Ist ernst, dass ihr das? Sobald die Karawane gekommen ist, haben wir keine freie. Ach, seit die Karawane gekommen ist. Ja, wir dürfen die Stadt nicht verlassen und niemand darf herein. Ich hasse es. Das ist keiner merkt, dass wir neu sind. Noch nie gesehen worden. Okay. Verbießen wir uns hier erstmal. Denn hier haben wir nichts zu tun. Noch nicht. Schade, ich habe gedacht, wir können jetzt einfach den Bittich rausspazieren. Wäre witzig gewesen, die ihre Gesichter zu sehen. Dass die Höhle auch völlig unbewacht ist, eigentlich dumm. So, im nächsten Part geht es dann weiter in Richtung Treat. Dann gucken wir mal, dass wir Treat helfen. Dass wir dann das auch abschließen können. Und dann würde ich sagen, haut rein, sehen wir uns im nächsten Mal wieder.